Und wenn ihr diesen Uis trefft, dann sollte er für euch Bittgebet machen. Einer der besten von Tabi'in, Uwais ibn Amir. Der Prophet sallam redet über etwas in Zukunft. Und er sagt, der beste von Tabi'in überhaupt. Und der Prophet sallam nennt ihn namentlich. Es gibt keine andere Überlieferung, dass der Prophet sallam jemanden von Tabi'in, von der zweiten Generation, nach den Gefährten von unserem Propheten sallam nennt, außer diesen Uwais al-Qarani. Warum? Umar radhiyallahu anhu hat immer gewartet, als die Leute aus Jemen kamen. Und er fragte immer, gibt es Leute von euch, von Qaran, von Murad, von diesem Stamm? Bis einmal Uwais al-Qarani mit ihnen kam. Der sagte, Umar radhiyallahu anhu, gibt es jemanden von euch aus Murad, aus Jemen? Der sagte, ich. Der hat ihm gesagt, warst du leberkrank und Allah subhanahu wa ta'ala hat dir Heilung gegeben, außer ein Fleck wie ein Silbermünze? Der sagte ja. Und er hat gesagt, hast du eine Mutter? Und du behandelst deine Mutter gut? Der sagte ja. Dann sagte, mach für mich mit Gebet, dass Allah mir verzeiht. Umar, der sagte ihm, du bist Umar, der Fürst von Gläubigen, der Khalif Umar. Und er sagt mir, wer ich bin. Wer bin ich? Dann sagte Umar, der Prophet sallam sagte, der Beste von Tabi'in ist Uwais ibn Amir, der kommt aus Murad, aus Qaran. Und der ist gut zu seiner Mutter. Und wenn er Bittgebet bei Allah subhanahu wa ta'ala macht, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala von ihm annehmen. Deshalb bitte Allah subhanahu wa ta'ala für mich, dass Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeiht und vergibt. Die Gelehrten sagen, diese Position hat Uwais bekommen, weil er gut zu seiner Mutter ist. Deshalb sagt al-Bukhari, al-Adab al-Mufrad, wenn du gut zu den Eltern bist, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dein Bittgebet annehmen.